setting up shop here, and we could use your help. Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch State of Decay 2. Wir spielen die Juggernaut Edition und zwar in der Albtraumzone, also auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad des Spiels. Ja, und wir schauen mal, wie es unseren Leuten so geht. Also Mercy ist ziemlich angeschlagen, die muss dringend ins Bett. Aber wir können vorher nochmal checken, ob sie das richtige Equipment hat. Das kann sie zurücklassen. Wir können ihr ja einmal Medikamente mitgeben und dann ab ins Bett. Okay. So. Dann gehen wir mal zu Kali. Der Kali geht's ganz gut. Der Medikamentenvorrat ist gering, wird gesagt. Gut, wir können ja auf der Krankenstation selbst da ein bisschen was dran ändern. Und zwar hiermit. Dauert 15 Minuten. Chemikalien haben wir. Macht, glaube ich, Sinn. Ja, wir haben eben einen Abzug von zweimal Medikamente pro Tag. Das sollte man berücksichtigen. Gut, Schrotflinte. In welchem Zustand ist die? Ist okay. Dann schauen wir mal, wir haben für die keine Munition mehr. Ich finde, da könnte man durchaus mal ein bisschen Munition sortieren. 45er und 9mm. Hat nicht so viel gebracht. Mal gleich nochmal. Ja, 12G-Patrone. Ich hoffe nicht nur eine. 20. Okay. Gut. Dann kann sie mal das Ding durchladen. So, wir legen das ab. Wir haben nämlich dafür für die 9mm gar keine Waffen. Doch, die werden die anderen am Mann haben. Okay, alles klar. So. Alles klar. So, jetzt kommt das. Wir haben davon 25, nehme ich. Dann ich wollte noch mal schauen, was ist das eigentlich für ein Buch, was da liegt? Handwerker, ja. Okay. Das kann sie ja nicht nutzen, glaube ich. Not happening. Nee. Sie ist ja keine Handwerkerin, sie ist ja Gärtnerin. Aber sie könnte sich jetzt mal hier umschauen für Mollys. Wir haben nicht genügend. Schauen wir nochmal ein Schließfach. Da mal, ja, das Ding zerlegen wir. 8 Pfund ist sowieso zu schwer. Und den Metallschläger. Der hat so ein geringes Tötungspotenzial. Soll auch verwertet werden. Und jetzt. Ach, das können wir auch von hier machen. Können wir ein paar Mollys herstellen. Sechs. Okay. Und davon kann sie sich mal 3 nehmen. Sehr gut. Alles klar. Dann ist sie ausgerüstet.
Schauen wir uns das mal an. Sprich mit Chrissy über ihre Strategie. Sprich mit Kali über ihre Bedenken. Nun bin ich ja gerade Kali. Sprich mit Tai über die Pläne. Na gut. Was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist, dass wir dringend Lebensmittel brauchen. Okay, so. Zerstörtes Fahrzeug. Ich denke, wir sollten uns wieder ein Blattmobil einfliegen lassen, sozusagen. Can somebody drop off a ride? No worries, hon, we've got it. Und wo ist das Ding? Ach, steht da. Gut. Benzin könnte man einmal reintun. Wir haben ja leider keine Möglichkeit, diese Kits zu bauen. Also einfach nicht genügend Material dafür. So, ich muss mal meine Soundeinstellung. Okay, fein. Okay, überlebender Not hat Priorität für mich. Denn wir haben ein bisschen Defizite, was Überleben, also Alliierte betrifft. Ist klar. Oh, das sieht schlecht aus. I gotta rest a sec. Kommt einfach nicht dazu zu laden. Okay. Dann nochmal. Kali kann ja flink schleichen. Wir haben mal so einen Streit angefangen, mal wieder. Also, ich weiß nicht, ob Mercy schon mal einen Streit begonnen hat, aber jetzt jedenfalls hat sie mit Rodriguez sich gezofft. Müssen gleich mal schauen, wie die Moral insgesamt in der Base aussieht.
glaube, dass das eigentlich keine besonders streitlustigen Charaktere sind, aber wir schauen mal. Kein Wachturm, Konflikt, unordentlich Medikamente niedrig. Okay, das mit den Medikamenten macht sie fertig. Naja, okay, und ihn stört das auch. Also wir brauchen dringend Medikamente. Schauen wir mal. Okay, wurde von seiner Gruppe getrennt. Dann schauen wir mal, wo genau es hingeht. Dahin, gut. Könnt ihr ja mal schauen, was zu dem so zu sagen ist. Ah, ein Chemiker. Nicht schlecht. Ah, wollte ich vorhalten, aber das war ein bisschen sehr weit vorgehalten. Okay. Darauf stehe ich auch ganz besonders, diese ständige Aufreißen der Türen, um noch einen Zombie mitzunehmen, der da hängt. Und man ruiniert sich dabei den Wagen. Schwachsinn. Also, natürlich bei allem Verständnis dafür, dass das eine schwierige Situation ist. So, wir sind noch gar nicht da, alles klar. Und man am liebsten alle umnieten möchte, begreife ich ja. Aber muss auch mal ein bisschen nachdenken. Zerwirkt sich dann den Wagen. Und das ist auch überhaupt nicht hilfreich. So, jetzt Kali erstmal zum ersten Mal ihren Sprungtritt gezeigt und ihren Sprungangriff. Kann gleich nochmal zeigen. Noch mal schauen. Der war Left Shift und Space. Okay. So, okay. If you're in there, just hang on. I'll deal with these undead bastards. I'm not sure what just happened here. Come on. I wasn't gone that long. Damn. That's a lot of stuff. Ja, aber wichtiger Stuff.
Nehme ich alles und dann nehme ich ihn auf. Thank you. All right, follow me. I promise I don't bite. Zed's on the mark. My friend. Also eigentlich würde ich am liebsten gleich weiterfahren. Aber wahrscheinlich ist es klüger, ihn erstmal zur Base zu bringen. Ja, mit 5 Leuten haben wir das Problem, dass nicht genügend Betten da sind. Das heißt, wir sollten tatsächlich langsam über das Umsiedeln nachdenken. Mal rein hier in die gute Stube. Rein. Haben wir es jetzt hier? Ja. So. Jetzt schauen wir mal auf die Moral. Wir haben natürlich ein Bett zu wenig, ist klar. Gut, neuestes Ereignis, neuer Rekrut. Okay, fein. Umweltschützer. Gut, gut. Dann wollen wir ihn mal ausrüsten. Look, if we're gonna defeat this blood plague, we gotta start making things again. We have a workshop. Let's use it. So, das Ding, eine 9mm Kanone, sollten wir verwerten. Abbrechen. Erstmal entladen und jetzt verwerten. Wir haben 8er Rucksack, den können wir ihm geben. Das Ding, 5 Pfund, sollten wir verwerten, denn das Tötungspotenzial hier ist ja viel größer. Haben hier. Er kann außerdem die haben. Ja. Okay. Dann kriegt er noch das entsprechende Outfit.
kriegen wir hin. Kali ist ein bisschen angeschlagen, also sollte Zack den nächsten Job nehmen. Ne. Jo, und was sollte der tun? Ach so, dazu müssen wir erst nochmal zu Kali zurück. Die sollte mal ihr Zeug abgeben. Nimmt jetzt mal den kleineren Rucksack, weil wir noch nicht so viel Stuff haben. Ja, das auf jeden Fall reparieren. Das ist alles gut, okay, fein. I remember a little about the day when things got real bad down in New Orleans. Sun was shining and I told myself I was gonna eat lunch outside. I never did get to that lunch. Reparieren, okay. Dann nehmen wir mal so mit als Backup. Wir brauchen das dringend. Davon nehme ich 3. Okay. Achso, und ich sagte ja, er kann den anderen Rucksack haben. Fein, fein. Okay, dann fahren wir mal los. Achso, wir konnten ja noch mit Kali und Chrissy sprechen. Look, we're tired of not using our skills. Cars are our passion. We want to work on them again. It's the best for everyone. Your ideas aren't just for shit. Now they're pissing me off. So, was sagt Chrissy? Merci, Chrissy. I knew you'd agree. Und jetzt mit Tai. Yeah, I don't think so. Das geht's. So, ich wollte mir noch mal markieren. Wir müssen hier rum. Schauen wir mal, was die Schrauber von uns wollen. Ich meine, wenn einer unterwegs ist, dann können ja 4 Leute schlafen. Das ist ja eigentlich kein Problem. Ja, schließlich 4 Betten. Müssen sich ja nicht alle gleichzeitig ausruhen.
So, hier rum. Dann könnte man nicht endlich schon hier langfahren? Ja, so hast du. Also diese Gegend ist so semi-verseucht, finde ich. Immer gleich Ärger, wenn man hier ankommt. Also ist noch nicht zu arg. So, Tai ist der hier. Wir haben einen Ort gefunden, wo wir perfekt Autos arbeiten, aber erst verseucht. Kannst du uns das regeln? Klare Sache. Take the newbie over there with you. More useful than standing around here. Oh, can I really? Lead the way. Okay. Wo ist die Werkstatt? Da. Dann mal los. Ach so, was habt ihr denn eigentlich zu handeln? I got some stuff to trade. Cool. Sounds good. Nicht wirklich. So. Also hier hoch. Und links. So, nachts so eine Aktion zu starten, ist natürlich nicht optimal. Aber mal schauen. Lass doch bitte die Tür zu. Okay, we're here. Ach, da steht ja noch unser Wagen. Das ist natürlich... We're running out of chances. We can't let that happen again. Nicht locker lassen, immer wieder ran. Wow, das hat gekostet, das hat Kraft gekostet. So, hier sind die bösen Jungs.
Ich hab 16. Zwei Kreischer. Ich würde ja gerne die Kreischer zuerst erwischen. Ah, da ist der erste. Yeah, that'll keep you quiet. Okay. Fire in the hole. Noch 8. Zu weit weg. Also dieses Werfen der Mollys ist wirklich schwierig. Favorite people in the world are here. Oh, that's awesome. Sprich mit Tai. Mach Tai Baller darum. Das ist nämlich unser Wagen, glaube ich. Oh ja, da gab es nämlich noch einiges schicke Zeug. So, dann wollen wir mit Tyrone sprechen. Wo ist er denn? Ja. For sure. Thank you. Kannst kaum erwarten, wieder in die Arbeit zu gehen. See you soon. Auf bald. You know I help too, right? Hello? Nice to have a friend visiting. Ziel erreicht. Plus 200 Einfluss. Nicht schlecht. That's it. Ihr kommt schon klar, oder nicht? So, jetzt kommen wir mal schauen. Let's do some business. Yeah, sure. Ach, vielleicht nehmen wir einfach das Ding auch noch. Are you up for some trading? Okay. Ja, ich repariere erstmal den Wagen. Wobei es könnte sein, dass ich aus dem anderen noch was umlagern muss. Also wahrscheinlich. Bringt's nichts, ihm jetzt diese kaputte Waffe abzukaufen, oder? Good to see you alive. Let's do some business. All right.
So, ich wollte mal sehen. Das könnte sein, dass die uns jetzt bei einer Panne helfen. Nee, gibt noch keine Boni. Wir stehen hier. Blutspendenfahrzeug steht dort. Ach, dann laufe ich einfach zurück. Beziehungsweise. Vielleicht hole ich hier erstmal was. Ach so, wir brauchten. Was brauchten wir denn? Medikamente brauchten wir. Feuerwachen-Taverne, gut. Mysteriöser Fremder. Also ich glaube, was der Plan sein sollte, ist jetzt hier noch zu sehen, dass man ein paar Medikamente abgreift und dann ja, langfristig die Übersiedlung in eine neue Basis. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.